Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Fully Modded Parkbauprojekt. Und da wacht er, genau rechtzeitig. Ja, ich bin hier gerade im Gehege von unseren neuen Mitbewohnern im Park. Das sind Terizinosaurin und Yangchuanosaurin. Drei Terris und zwei Yangchuanos. Ihr fandet das übrigens ziemlich cool, dass ich Fleisch- und Pflanzenfresser hier gemischt habe. Also bin ich sehr glücklich drüber, dass ihr das nicht doof fandet. Ich finde sie mich auch eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das sind doch echt tolle Mods, die ich hier eingefügt habe, oder? Also da haben die Modder wirklich gute Arbeit geleistet. Der Terry gefällt mir auch richtig gut. Aber apropos Mods, kommen wir mal... Wir schauen uns das erstmal hier nochmal kurz von oben an. Das ist der Komplex. Den haben wir beim letzten Mal gebaut. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Sieht ganz schnieke schon aus. Aber jetzt kommen wir mal zum Titel, beziehungsweise zum Thumbnail. Ihr habt sicherlich gesehen, das ist kein Clickbait. Es gibt jetzt endlich Bänke und Mülleimer in Jurassic World Evolution als Mod. Denn ich habe mal wieder ein bisschen Zeit investiert und mich mit dem Modding in Jurassic World so ein bisschen auseinandergesetzt. Bin jetzt auch ein bisschen besser geworden. Das heißt, die zukünftigen Mods werden auf jeden Fall mir ein bisschen leichter von der Hand fallen. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail oder am Titel gesehen. Ich habe es geschafft, Bänke und Mülleimer in Jurassic World Evolution in das Spiel zu bringen. Hier für diese beiden Wegweiser, Visitor Center und die Aviary. Dafür habe ich das Ganze eingefügt. Ist sehr praktisch, weil man kann die relativ gut platzieren, weil die Wegweiser halt wirklich so eine sehr kleine Hitbox haben, wie man die platziert. Und dadurch zerstören die halt nicht groß die Landschaft. Also ihr seht schon, man kann die auch so ein bisschen in den Weg rein platzieren. Habe ich absichtlich so gemacht, damit man die auch auf den Weg platzieren kann. Platziere die einfach mal, dann könnt ihr sie mal sehen. Seid ja sicherlich gespannt. So sieht das Ganze aus. Ist halt eine Beton-Holzbank, würde ich jetzt sagen. Das ist das Model. Bin noch nicht zu 100% damit zufrieden, aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Passt auf jeden Fall ganz gut in das Spiel. Machen wir hier mal wieder ein bisschen das Ganze auf an. Seht ihr auch die Menschen dazu. Hab versucht, dass das vom Größenverhältnis einigermaßen hinkommt. Ist aber tatsächlich gar nicht so einfach gewesen. Aber ich glaube, das ist jetzt schon ganz okay. Ich glaube, es könnte ungefähr funktionieren, wenn sich jetzt ein Mensch auf die Bank draufsetzen würde. Ich habe da echt lange drauf gewartet, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann so weit bin und selber so eine Mod entwerfen muss oder entwickeln muss, damit ich endlich Bänke in Jurassic World Evolution haben werde. Also sieht das ganze gute Stück aus. Dazu gibt es natürlich noch einen passenden Mülleimer. Den kann man auch sehr gut platzieren. Den könnte man sogar rein theoretisch in die Bank platzieren. Also das funktioniert alles wunderbar. So sieht der passende Mülleimer dazu aus. Auch im gleichen Stil, mit dem gleichen Holz. Da unter ist halt Beton, das sieht man ganz leicht durchschimmern. Und oben das Ganze schwarz. Also auch relativ simpel von den Farben, schlicht. Aber ich finde es trotzdem ganz schick. Ist halt so ein bisschen moderneres Design. Also ist auf jeden Fall nicht so vielleicht für ein Jurassic Park Bild geeignet, sondern eher für so ein Jurassic World Bild. Das Holz ist übrigens das gleiche wie bei der Wegemod von der... Von der Farbe eigentlich. Aber irgendwie sieht auch der Mülleimer leicht anders aus von der Farbe, wenn ich das jetzt so sehe. Also keine Ahnung. Es scheint wohl die Lichteinstrahlung zu sein, weil eigentlich ist es genau die gleiche Textur. Kann aber auch am Model liegen. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Also es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und ich bin echt glücklich darüber, dass wir endlich Parkbänke und Mülleimer in Jurassic World Evolution haben. Und das ist ja erst der Anfang, Leute. Jetzt habe ich die Kenntnisse. Jetzt kann ich natürlich auch sowas wie Blumentöpfe machen als nächstes. Oder vielleicht Lampen, ich weiß es nicht. Bei Lampen ist halt das Problem mit der Funktion. Aber können wir auch gleich mal zur Bank kommen mit der Funktion? Geht natürlich auch nicht. Die Leute können sich nicht darauf setzen, beziehungsweise auch keinen Müll in die Mülleimer schmeißen. Also das funktioniert leider nicht. Ist eine reine optische Angelegenheit. Aber ich denke, ist dennoch mal eine coole Sache, ne? Dass man mal sowas im Spiel hat. Also ich bin da wirklich schon sehr glücklich mit den beiden Mods. Die sind mir, denke ich mal, einigermaßen gut gelungen. Falls ihr das auch so seht, dann könnt ihr die Mod auch abchecken. Ist für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr die auch gerne zum Spielen benutzen. Und hoffentlich eine Menge Freude damit haben. So, ich will jetzt auch gar nicht weiter davon schwärmen. Aber ich bin trotzdem, ich bin ein bisschen stolz darauf, muss ich wirklich sagen. Auch wenn das jetzt, ja nee. Ich glaube, darauf kann man schon stolz sein, ne? Wenn man sich das alles selbst beigebracht hat und so. Ja, wir werden jetzt mit diesen Bänken ein wenig arbeiten. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich sogar eine Bank bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gleich hier ein bisschen Probleme macht. Achso, das kommen wir nochmal zu Problemen von der Mod. Das habe ich gerade ganz vergessen.
ihr müsst immer aufpassen, es ist sehr schwer, wenn ihr die Mordeimer also die Bänke einmal platziert habt und die Mülleimer, die zu entfernen, ohne den Weg darunter zu entfernen. Ihr müsst logischerweise immer die Stelle ansteuern, wo normalerweise das Schild stehen würde. Das ist ja unsichtbar. Seht schon, das klappt jetzt zum Beispiel hier nicht. Ich müsste jetzt das hier entfernen und dann müsste ich trotzdem immer noch weitersuchen. Also es ist, da habt ihr es gerade gesehen, da war der Punkt. Das ist halt sehr problematisch, aber das kann man, glaube ich, auch nicht besser lösen. Wenn ich das, da ist der Punkt, jetzt kann ich den Mülleimer entfernen. Wenn ich das anders lösen würde, dann wäre das schwieriger zu platzieren. Also je leichter das zu platzieren ist, desto schwerer ist es zu entfernen. Klingt das logisch? Ich glaube schon. Einigermaßen zumindest. Ich denke mal, ihr versteht aber, was ich damit meine. So, machen wir das mal wieder hin. Ich möchte hier, glaube ich, wie mache ich das denn? Ich glaube, ich mache hier zwei Bänke hin. Ich gucke das mal mir an, wie das Ganze aussieht. Wenn wir jetzt hier zwei Bänke machen. Möglichst an den Bordstein ran. Ich will es auch nicht zu weit in den Weg reinbauen. Also ich könnte so weit in den Weg gehen. Aber ich möchte es nicht so weit drin haben. Ich hätte es sogar so machen können, dass man noch weiter reingehen könnte, rein theoretisch, mit den Bänken. Aber wenn man es zu weit weg macht, dann ist es auch irgendwann problematisch mit dem Platzieren. Weil ihr müsst halt immer bedenken, dieser Spot ist jetzt eigentlich der Spot, wo das Ganze steht. Und ja, ich denke mal, das ist schon ganz gut so. Also so kann man es auf jeden Fall gut in die Wege platzieren. Was ich mir auch noch als Mod vorstellen könnte, wäre so eine Parkbank, so eine Bank, wo in der Mitte noch so ein Tisch steht. Vielleicht auch nicht dann mit Rückenlehne, sondern einfach so eine normale Bank, wo in der Mitte noch so ein Tisch steht. Wäre, glaube ich, auch noch ziemlich cool für so Plätze. Da könnte man das dann auch in Erwägung ziehen, dass ich diesen Punkt, von dem man das aus platziert, ein bisschen weiter weg mache, damit man die auch richtig auf so einen Weg hier zum Beispiel hinstellen könnte. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Dann könnte man so neben Restaurants oder so nochmal richtige Plätze bauen. Das würde ich feiern. Ich weiß jetzt nicht, ob die Platzierung hier gut ist. Sieht man halt sehr schwer von unten. Ja, ist natürlich vom Mülleimer und so jetzt her nicht so ideal, muss ich sagen. Der Mülleimer hätte ruhig noch ein bisschen zurückgekonnt. Schauen wir mal, ob wir den wieder wegkriegen. Jetzt habe ich immer noch nicht alle Probleme angesprochen, die die Mod mit sich bringt. Also das hier ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr nerviges Problem. So, jetzt habe ich mir ganz die Wege zerschossen. RIP. Ja, ich mache das gleich mal eben in Ruhe, Leute. Ihr seht ja, das ist dann alles so ein bisschen Friemelarbeit. Aber die Mod funktioniert soweit erstmal. Das nächste Problem, was diese Mod mit sich bringt, das werde ich aber auf jeden Fall noch versuchen zu beheben, ist, dass ihr keins dieser Schilder mehr vernünftig verwenden könnt. Weil die Schilder benutzen alle leider die gleiche Bilddatei und dadurch nehmen halt die Schilder auch hier diese Holzfarben und so an, die jetzt die Bänke und Mülleimer haben. Ich arbeite auf jeden Fall noch dran. Ich werde die Mod noch weiterentwickeln und versuchen, das zu beheben. Beziehungsweise vielleicht werde ich auch einfach mal eine Mod rausbringen, wo dann für jedes einzelne dieser Schilder ein anderes Deko-Element ins Spiel kommt. Wobei die Schilder ja an sich auch nicht schlecht sind, ne? Aber es wäre, glaube ich, auch cool. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Aber stellt euch das mal vor, das wäre schon heftig, ne? Dann hätte man wirklich viele Möglichkeiten. Ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall weiter zu modden und zu entwickeln und die Modding-Szene voranzubringen. Ja, ich schmücke jetzt hier erstmal so ein bisschen aus mit Bänken und dann zeige ich euch mal das fertige Ergebnis. Ach so, Leute, bevor ich es vergesse, kommen wir noch zu den Namen für unsere neuen Bewohner im Fully Modded Park. Ihr habt wieder über 150 Kommentare geschrieben mit Namensvorschlägen. Finde ich mega cool, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Das freut mich wirklich. Und ich habe natürlich ein paar Namen hier rausgesucht und ein paar von euch verewigt. Da haben wir als allererstes Da Vinci. Als Terizinosaurus, der frisst hier gerade. Und der zweite im Bunde, das ist Käse. Auch ein sehr cooler Name. Das ist sogar der Terry, der so ein bisschen gelblich ist. Also passt das schon. Und die passenden Käsemesser hast du auch dabei. Und der dritte im Bunde ist Lena. Lena ist auch bei den Terrys vertreten. Und jetzt auch in meinem Park verewigt. Und wir haben natürlich auch noch die zwei Fleischfresser, nämlich die zwei Yangchuanosaurin. Und bei denen habe ich keine Leute aus den Kommentaren genommen. Denn an dieser Stelle gingen ganz schöne Grüße an Valilu raus zum vierten Hochzeitstag mit ihrem Mann Chris. Der hat mich angeschrieben bei Instagram und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, euch beide einfach mal hier zu verewigen. Die müssten heute eigentlich, wo das Video rauskommt, Hochzeitstag haben, wenn ich das Ganze so richtig verstanden habe. Also es gehen ganz tolle Hochzeitsgrüße von deinem Mann Chris an dich raus, Valilu. Da schläfst du gerade.
mit offenem Auge. Ihr beide seid auf jeden Fall jetzt in meinem Parkbauprojekt verewigt. Hier hinten ist Chris. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Freude bereiten. Ich fand die Idee sehr süß von deinem Mann und ich wünsche euch einen angenehmen Hochzeitstag. Genießt ihn, unternehmt was Schönes und guckt nicht zu viele Videos von mir. Geht mal raus in die frische Luft. Falls ihr es im Nachhinein seht, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Hochzeitstag. Ach, fand ich sehr süß, die Idee. Okay, das sind auf jeden Fall die neuen Bewohner. Und ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, das mit den Bänken und so erstmal ein bisschen nach hinten zu verschieben, weil ich habe mir ja als Ziel gesetzt, jede Folge neue Dinosaurier freizulassen. Und wenn wir uns jetzt die ganze Zeit mit so kleinen Dekokram und so aufhalten, dann wird das diese Folge nichts mehr, weil wir schon relativ viel Zeit jetzt mit der Mod-Vorstellung und so verschwendet haben. Deswegen ja, geht es gleich so ein bisschen in die Grundplanung. Wir haben ja diesen Bereich jetzt hier fertig. Diesen Bereich eigentlich fertig, halt bis auf die Bänke und so. Das müssen wir alles noch nachträglich nachholen. Und diesen Bereich fertig. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch einen Bereich vor uns, bis der Park dann vollendet ist. Und das ist hier dieser Bereich. Das ist der größte Bereich, auf dem wir auf jeden Fall am meisten uns austoben können. Eine sehr schöne, große, relativ gerade Fläche, glaube ich. Ja, die kann man auf jeden Fall ziemlich gerade machen. Ist auch super interessant von der Form. Sieht so ein bisschen aus wie ein Seestern. Das Problem wird nur sein, also erstmal der Übergang von hier nach da, den habe ich ja eigentlich mit so einem Weg geplant. Die Frage ist, können wir auf diesem Weg noch was anderes machen, außer Weg? Es ist schon Platz da, also man könnte hier sogar ein Gehege unterbringen, platztechnisch. Also wenn man den Weg jetzt zum Beispiel hier am Rand lang führt, hätte man hier noch Platz für ein kleines Gehege zum Beispiel. Frage ist nur, das ist halt hier überall uneben, ne? Es ist die ganze Zeit schräg. Geht ja im Prinzip in einem Gehege. Allerdings wäre dann das Problem mit dem Wasser wieder. Was dann... Ja, wahrscheinlich... Hier oben wird es sogar noch gehen an der Stelle. Ah, vielleicht können wir das noch überlegen. Hier so ein kleines Mini-Gehege. Hier an der Stelle würde das mit dem Wasser sogar noch klar gehen. Ohne, dass es doof aussieht. Ja, können wir dann ja gucken. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen die Grundplanung machen. Was wir nämlich noch brauchen oder was ich gerne noch machen würde... Ich reiße jetzt erstmal hier alles ab und mach mal die Bäume weg, dann können wir auch vernünftig planen. Die Bäume und so habe ich jetzt weg, aber ich bin jetzt gerade beim Glätten. Und ich glaube, alles stumpf auf ein Höhenniveau zu bringen, das würde nicht aussehen. Also ich glaube, so minimale Unterschiede von der Höhe sollten wir dann später doch einbauen. Muss halt wirklich nur minimal sein, damit die Landschaft nicht allzu steif und gerade aussieht. Ist natürlich immer leichter zum Bauen, aber gerade an solchen Stellen hier, da geht das Ganze nämlich so ein bisschen runter. Ich glaube, da macht es schon Sinn. Irgendwie klappt das hier nicht mal wirklich. Doch, jetzt. Da macht schon Sinn, dass wir das nicht so doll anheben an solchen Stellen. Da müssen wir dann mal gucken. Also so leichte Höhenunterschiede. Wir müssen uns halt immer so ein bisschen mit diesem Rand oder an dem Rand orientieren, dass wir da schöne Übergänge haben. Also wenn ich jetzt alles auf eine Höhe mache, nee, das wird nichts. Das lassen wir auch. Machen wir jetzt aber erstmal die Grundplanung. Was brauchen wir? Was müssen wir hier unterbringen? Weil der Platz ist natürlich eng und das ist problematisch. Und die Gebäude sind sehr groß. Wir brauchen auf jeden Fall, weil das Ganze ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal nicht geklappt hat, deswegen brauchen wir ein Ankunftshelipad, damit überhaupt Gäste in unseren Park kommen können. Da habe ich mir ja schon so ein bisschen vorgestellt, vielleicht hinter einem Wald versteckt. Wie kann ich das Ding nochmal drehen? Schon so lange her, dass ich gespielt habe. Ach da. Okay, so viel dazu. Genau, weil das Ganze passt ja vom Design noch nicht wirklich in unseren Stil. Die Ecke finde ich eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Vielleicht können wir das ja hier mit so einem Wald abriegeln, weil dann würde ich hier so ein kleines Strohdorf machen mit diesen ganzen Strohdächern, wo wir dann nicht diese modernen Häuser bauen. Mit so, ja, so ein kleines Resort and Spa. Hier gibt es auch Hotels. Ach, das ist das Hotel. Genau, vielleicht mit so einem kleinen Gewässer. Ich glaube, das werde ich aber erst nächste Folge machen. Weil diese Folge habe ich mir eigentlich noch was anderes vorgestellt. Wir müssen halt nur jetzt die Grundplanung machen, wo was hinkommt. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool, wenn man das hier so hin macht. Man könnte halt überlegen, ob man das so richtig hart eingewaldet macht. Das wäre echt ziemlich cool, ne? Hier so ein kleines Resort hin. Darf halt auch nicht zu groß werden, aber auch nicht zu klein. Das soll ja auch noch ein paar Gebäude hier unterbringen. Also wenn wir zumindest so zwei Hotels oder so haben, wäre nicht schlecht. Ich habe echt Angst, dass uns das ein bisschen die Optik zerstört. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir das sonst mit den Ankunftsorten machen. Ich platziere jetzt erstmal random die Gebäude, dass wir ungefähr eine Vorstellung davon kriegen, wie groß wir hier bauen müssen. Ich glaube, das würde aber ausreichen. Und nur die Hotels, die relativ groß sind.
weder noch ein bisschen Wasser und so unterbringen, dass das idyllischer wirkt. Diese Toilette passt auch immer noch ganz gut hierzu als Deko. Hm. Gibt es natürlich auch noch eine richtige Toilette. Kann man direkt daneben platzieren. Ja, das könnte, glaube ich, reichen. Und wie viel Platz hätten wir dann noch? Hätten wir nur diese Ecke verschwendet dafür. Man könnte natürlich auch hier hinten die Ecke nehmen. Aber ich glaube, die ist schon ein bisschen besser hier. Dann haben wir zumindest so ein bisschen Platz für so ein Resort. Man müsste ja auch noch dann hier einen Weg durchbauen, irgendwie. Möglichst versteckt. Ja, möglichst versteckt ist immer nicht so einfach. Wobei, das geht sogar, ne? Man würde eigentlich nicht viel davon sehen, wenn man echt nur so einen schmalen Weg da durchbaut und vielleicht dann noch so Zäune vor oder so. Ist halt jetzt alles gerade so ein bisschen Grundplanung, Leute. Das ist jetzt nichts, was bleibt. Keine Sorge. Da werde ich mir dann mehr Mühe geben. Hier geht es dann in den richtigen Park. Also das ist so der Ankunftsort. Und wenn man hier ankommt, dann geht man erstmal ins Hotel, lässt seine Sachen hier. Und wenn man dann ein Abenteuer machen will, geht man von einem Urwald sozusagen, von so einem primitiven Dorf, auf einmal in die Moderne, zu den Dinosauriern. Irgendwie widersprüchlich, aber ich finde es auch irgendwie cool. Also ich glaube, die Ecke, die behalte ich mir erstmal vor. Was ich mir als Ziel gesetzt habe, dass ich auf jeden Fall noch eine... Ja, wie heißt die denn? Ja, die Jurassic Tour, die will ich unbedingt machen. Das ist ja diese Truckfahrt. Ich zeige euch die mal eben. Genau, diese hier ist das. Es ist total komisch, Leute. Ich habe irgendwie keinen Sound bei dem Fahrzeug. Das wohl an den Mods liegt. Also man hört halt gar keine Motorengeräusche oder so. Ich habe gerade auch schon das Spiel neu gestartet, also daran liegt es nicht. Aber ich will trotzdem diese Tour unterbringen natürlich. Falls es an den Mods liegt, dann werde ich das noch versuchen zu fixen. Wenn wir dann später unseren Park fertig haben, wollen wir auch die Tour genießen. Aber die würde ich halt gerne machen. Und dazu müssen wir natürlich auch so ein bisschen planen, wo das Ganze losgeht. Wie die Strecke ist, durch welche Gehege wir damit fahren, wo wir lang fahren. Was sehr, sehr schade ist bei dieser Jurassic Tour, da kann man nicht zum Beispiel eine zweite Station bauen und dann von dieser Station zur nächsten fahren, so wie es auch bei der Gyrosphäre geht. Hier kann man das ja auch machen, von Station zu Station. Hier kann man leider immer nur Kreislauf machen und das muss wieder in der gleichen Station sozusagen enden. Und man kann auch nicht über Wege drüber bauen. Das muss man auch immer bedenken. Das ist immer teilweise dann sehr problematisch, weil es gibt keine Wegübergänge. Also das heißt, hier können wir nicht dran vorbei. Allerdings können wir durch Zäune durchbauen. Dafür gibt es natürlich die Tore. Das müssen wir nur im Hinterkopf behalten, weil das ist wirklich sehr wichtig bei der Planung, wie man den Streckenverlauf macht, weil man dann... Ja, also eigentlich können wir keine Wege damit einschlängeln oder so. Ich bin halt hart am Überlegen, wie wir das machen. Ob wir hier überhaupt noch Großwege und sowas hinführen? Das ist halt so ein bisschen die Frage gerade. Wir müssen ja auf jeden Fall hier eine Wegverbindung nach hier machen, damit wir alle Gebäude in Betrieb nehmen können. Das ist ganz klar. Und man kommt ja sozusagen dann hier an, am Helipad. Und da macht es ja auch eigentlich Sinn, wenn man direkt in diese Tour einsteigen kann. Wir könnten sogar schon... ich habe gerade überlegt, ob es sinnvoll wäre, wenn wir die Tour sogar schon hier starten lassen und dann auch hier rausfahren. Aber es macht keinen Sinn, weil die Tour halt ein sehr modernes Gebäude hat. Das heißt, bei den Strohdächern würde das wahrscheinlich eher nicht so gut aussehen. Vielleicht können wir aber überlegen, das Ganze irgendwie... Ich mache jetzt erstmal wieder so eine Grundplanung mit euch, Leute. Das schöne Bauen kommt dann später. Wir werden nachher auf jeden Fall noch schnell ein Gehege zaubern, auch wenn es nicht ganz fertig wird, und Dinos freilassen, weil das ist ja das Ziel. Aber die Grundplanung ist jetzt erstmal super wichtig. Danach kann man sich immer noch auf schönen Bauen konzentrieren. So, ich habe das ganze Ding jetzt mal hier so ein bisschen platziert. Also wenn man hier rauskommt, dass man nach links gehen kann zur Jurassic Tour oder halt nach rechts in den Rest des Parks. Ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Dort kann man dann hier diese drei Gehege sehen. Und mit den Einschienbahnen kann man dann jeweils noch weiterfahren zu den nächsten Bereichen. Wäre auch cool, wenn wir die Einschienbahn hier so eine Abzweigung hätte, dass man hier auch noch runterfahren könnte. Aber das geht leider nicht, deswegen wollen wir da jetzt auch gar nicht drüber nachdenken. Achso, hier vorne werde ich wahrscheinlich auch gar nicht diesen Weg benutzen. Dann nehmen wir natürlich auch einen Weg, den wir gemoddet haben, nämlich den hier. Den haben wir noch gar nicht verwendet. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen werden. Also ich glaube, wir werden gar nicht so viel selber bauen. Ich glaube, der passt ganz gut zu diesen Strohdächern. Der Weg. Das ist halt so ein bisschen rustikaler.
das wird, glaube ich, echt cool werden. Okay. Ja, jetzt ist es natürlich problematisch. Also das Wichtigste ist jetzt die Tourführung und die Wegführung, dass die nicht miteinander kollidieren. Und dass wir möglichst viel natürlich rausholen, was die Tour angeht. Also von der vom Sichtfaktor und von den Gehegen, wo wir durchfahren. Ich würde ja fast sagen, dass wir das irgendwie so machen, dass hier direkt das erste Gehege beginnt. Das könnten wir sogar dann hier am Zaun sogar entlang führen. Das kann ja sogar ein großes Pflanzenfressergehege vielleicht werden. Dann geht es hier lang. Wollen wir hier so ein großes Pflanzenfressergehege bauen? Ja, dann haben wir hier nur noch Platz, ne? Jetzt die Frage. Also entweder machen wir mehrere kleine Gehege oder ein großes Pflanzenfressergehege draus. Wir müssen auch bedenken, wir brauchen noch ein paar Gebäude später. Eigentlich bräuchten wir auch noch eine Rangerstation. Die Rangerstation könnten wir sogar hier noch vielleicht mit unterbringen. Das ziehe ich hier mal hin, damit wir die nicht vergessen. Ansonsten, was noch wichtig ist an Gebäuden, ist auf jeden Fall... ja, cool wären natürlich auch zum Beispiel noch so Gebäude wie das Innovationszentrum, aber das ist unwichtig. Wichtig wäre noch ein... wo ist es denn? Hier. So eine Ausbrütstation für Dinosaurier. Das weiß ich aber nicht, ob ich das mache. Wir können auch eventuell am Ende tricksen und einfach die Dinos, die wir haben wollen, freilassen, diese Ausbrütstation löschen und dann später die Dinosaurier in das passende Gehege fliegen. Das geht natürlich auch. Würde ich auch, glaube ich, eher bevorzugen. Könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Alles, was ich gerade so spekuliere, was ihr davon haltet. Weil das gerade echt ausschlaggebend, wie unser Park dann endet. Genau, schreibt mal rein, ob ihr ein großes Pflanzenfressergehege lieber sehen wollt oder ob ihr mehrere kleine sehen wollt, hier an dieser Stelle. Das können wir dann ja noch dementsprechend umbauen. Das ist jetzt ja, in dieser Folge machen wir halt, wie gesagt, nur so ein bisschen die grobe Planung. Also was ist immer, oh, man könnte sogar überlegen, wait. An solchen Punkten könnte man echt noch überlegen, ob man mit dem Weg hier nicht noch irgendwie reingeht, weil das halt dahinter ist. Und vielleicht nochmal so eine Plattform oder so baut hier vorne. Irgendwie so eine schöne Plattform mit Bänken. Vielleicht kriegt man ja auch noch Wasser unter, weil dann hätte man echt eine schöne Aussicht nach hinten. Und hier könnte man nochmal die Dinosaurier sehen. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich lasse das einfach mal so. Das sind halt gerade alles so Ideen, die mir in den Kopf flattern. Ah, das ist aber auch manchmal umständlich hier mit den Tour... den Dingern weiter bearbeiten, ne? Wir, glaube ich, aber auch echt am Rand so entlang fahren. Wobei ist halt jetzt die Frage, ne? Wenn man das Gehege spannend gestaltet, also zum Beispiel, dass man hier über so durch so ein Wasser oder so einen Dschungel fährt, kann man das natürlich auch so ein bisschen kreuz und quer machen, ne? Wenn man dann ein bisschen mit den Biomen arbeitet, hier noch so ein Berg zwischen oder so. Würde auch gehen. Es wäre aber auch cool, wenn wir hier hinten direkt an der Küste so entlang fahren. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man so direkt am Rand entlang fährt und mal nach rechts die Aussicht auf das Meer direkt hat. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Ja, hier hinten soll es, also in diesem Bereich, will ich auf jeden Fall in ein anderes Gehege fahren. Wahrscheinlich nochmal in ein Fleischfressergehege oder sowas. Diese Ecke bietet sich eigentlich total dafür an, weil man müsste hier rein theoretisch nur einmal so einen Zaun ziehen. Und dann hat man wieder ein perfektes Gehege. So ungefähr so. Und dann hat man hier hinten halt die Ecke komplett abgegrenzt. Ist halt ähnlich wie bei dem Gehege, was wir hier oben gemacht haben. Diesem hier. Da hat man den Platz relativ gut genutzt mit einem Zaun. Vielleicht kann man ja auch nochmal so ein Gehege in der Art ungefähr dahin bauen. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich bin schon sehr zufrieden damit, was wir hier gerade von Grund auf planen. So. Wieso springt das jetzt auf so einen... Das ist ja doof. Jetzt muss ich ja wieder draufklicken. Ach, dieses Game. Hier würde ich dann natürlich auch durchfahren einmal. Vielleicht auch einmal so am Rand entlang. Müsste dann mal, man da mal schauen, wie es passt. So. Dann kann man eigentlich schon straight zurückfahren. Ich glaube, da würde ich gar nicht mehr so groß Faxen machen. Wobei man auch überlegen könnte, dass wir nochmal das Gehege hier so ein bisschen einknicken. Also das ist jetzt, wie gesagt, nur ungefähre Planung. Vielleicht könnte man das hier vorne auch schon ein bisschen anders regeln vom Zaun. Weil ich überlege gerade, ob es nicht besser wäre, wenn wir hier noch ein bisschen Platz haben. Zumindest, so dass man... Ach, ich ziehe jetzt auch mal die Zäune. Ach, das ist echt schwer zu erklären alles so. Ich hoffe, ihr kommt so ein bisschen hinterher, warum ich hier Sachen teilweise mache.
Aber die Grundplanung ist halt wirklich auch sehr wichtig, Leute. Überleg gerade hier noch, vielleicht auch das Ding noch mal ein bisschen schräger platzieren oder so. Ich überlege nämlich noch, ob wir hier nicht noch mal so ein paar Gästeanlagen oder so hinmachen. Dass man hier zumindest noch mal ein paar Shops oder so hat, wo die Gäste was snacken können. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Also ich glaube, das Ding müsste dann einfach schräger sein und dann würde die Strecke automatisch schon hier so irgendwie entlang gehen. Ich werde jetzt einfach hier das schon mal bauen, weil dann könnt ihr zu den Gehegen noch ordentlich was in die Kommentare schreiben, wie ihr euch das vorstellt. Ob ein großes Pflanzenfressergehege oder halt mehrere kleine. Was für Dinos ihr da gerne drin sehen wollt. Ihr könnt echt viel in die Kommentare schreiben. Ich werde nochmal für die letzte und vorletzte Folge oder je nachdem, wie viele Folgen noch kommen, werde ich nochmal ordentlich die Kommentare durchstöbern und eure Meinung mir einholen. Ja, auch so ein gemeinsames Projekt. Hier muss ich ein bisschen aufpassen wegen den Berg. Ich klette hier, glaube ich, nochmal ein Stückchen über. Also wenn ihr coole Ideen habt oder irgendwas, was man noch umsetzen könnte, was so richtig innovativ wäre und nicht immer dieses Standard Jurassic World Evolution, zum Beispiel wie ein begehbares Gehege, das hat man jetzt vorher auch nicht unbedingt gesehen, dann gerne in die Kommentare sowas. Weil ich will halt gerade versuchen, mit diesem Projekt so ein bisschen wegzukommen von dem Standard Jurassic World Evolution, weil das Spiel ohne neuen Content leider aussterben würde. Deswegen bin ich auch schon fleißig am Modden. Und deswegen habe ich mir das auch so ein bisschen angeeignet, muss ich sagen. Weil ich musste das natürlich von Grund auf lernen. Weil ich, nichts davon konnte. Aber es wird besser. Und damit werden dann auch mehr Mods kommen. Und ich kann damit hoffentlich dann auch die Modding-Szene so ein bisschen voranbringen. Darauf hoffe ich ja immer, ne? Dass ich andere Modder auch dazu bringe, mehr zu machen. Und die Spieler wieder ein bisschen mehr Lust kriegen durch eventuell auch meine Mods. Bin ja sowieso großer Fan von Modding in Games. Ist halt nur schade, dass es keine Mod-Unterstützung gibt. Aber ich kann das schon verstehen, weil die haben halt auch vertragliche Sachen mit zum Beispiel Universal. Und dann ist Modding natürlich schwierig, ne? Ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, warum Modding wahrscheinlich nicht erlaubt ist. Weil halt, ja, stellt euch mal vor, in einem Universal-Spiel kommen dann irgendwelche Dinos von einem anderen Franchise, zum Beispiel Walking with Dinosaurs oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das kann dann natürlich ganz schnell rechtliche Probleme geben. Und wenn die das offiziell machen, dann sind sie natürlich auch so ein bisschen gelackmeiert. Aber wenn das Ganze natürlich inoffiziell ist und die da das nicht offiziell unterstützen, dann geht's natürlich, ne? Ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, warum das Ganze nicht erlaubt ist. Es ist ganz schön schwierig hier auf diesem engsten Raum. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Aber ich sollte hier einfach nicht versuchen, auf Krampf noch Wasser hinzukriegen. Ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen schick hier zu lösen. Mit schicken Wegen vielleicht. Einfach mal versuchen, hier uns ein bisschen auszutoben. Kreativ. Wäre, glaube ich, ganz interessant. Was ist denn der Weg hier so komisch? Ach ne, ist nur, wenn man rauszoomt. Naja, wenn man rauszoomt, ist das Spiel allgemein manchmal ziemlich komisch. Muss man sagen. Bin echt gespannt, was das Ganze hier wird, weil ich habe jetzt ja mir so gar keinen Plan gemacht. Was das mal werden soll. Ich baue gerade halt einfach stumpf drauf los. Mal gucken, was daraus wird. Wie das Ganze dann aussieht. Wieso ist das so schief? Was eigentlich gar nicht verkehrt, wenn das schief ist. Bin ich eigentlich ganz okay. Ich überlege gerade noch, ob wir nicht einfach dann auch mal so sowas machen. An der einen oder anderen Stelle. Wie hier auch. Ich glaube, das könnte nämlich echt cool aussehen. Und dort könnten wir dann, also hier könnte natürlich dann so einen Baum oder sowas hin, wenn wir einen passenden haben. Oh, wir haben ja die Bäume gar nicht mehr drin. Ich glaube, eine Palme. Ah, nein, es passt nicht. Vielleicht die kleinere Palme? Ach komm, mach doch nicht... Oh, da. Ich wollte gerade sagen, mach doch nicht diesen. Die kleinere Palme passt. Und hier könnte man überlegen, ich weiß jetzt nicht, wie es von der Größe her hinkommt, dass wir hier nicht einfach so eine Bankecke machen. Wäre, glaube ich, ganz cool. Sieht dann auch, glaube ich, ganz cool aus mit diesen verschiedenen Wegfarben. Na, da kann man echt pingelig sein mit diesem Platzieren. So,
Und jetzt machen wir die natürlich noch möglichst identisch hier so hin. Ach, wie schön das ist mit dem Hintergrund. Oh mein Gott. Das sieht schon nice aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hinter noch einen Zaun machen sollte oder nicht. Aber wir machen erstmal den Mülleimer. Na, ich tobe mich halt gerade einfach mal so ein bisschen aus. Muss auch mal sein. Muss ja nicht immer jede Folge mega gut vorankommen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen bauen. Sieht schon cool aus, ne? Mit den Bänken. Nee, die lassen wir sowieso weg. Also von daher ist sowieso Schnutzpiep egal. Können wir lieber vielleicht noch ein paar Büsche oder so im Hintergrund machen. Aber das ist schon schön, oder? Also gefällt mir schon gut. Ist sehr idyllisch. Wenn wir dann mehrere solche Bankecken machen, hier machen wir dann so einen kleinen Beobachtungspunkt. Den Zaun führen wir natürlich hier direkt dran. Hier würde dann nochmal so eine kleine Ecke hinkommen. Hm. So, die könnten wir vielleicht auch ein bisschen anders machen. Ein bisschen Variation reinbringen. Noch einfach hier zwei Bänke hinmachen. Mal nebeneinander. Eine finde ich irgendwie ein bisschen wenig für so eine, wenn da schon extra so eine Ecke für gemacht wurde für die Gäste. Muss jetzt auch nicht alles ganz gerade stehen. Das macht rein gar nichts. Dann kann man den Mülleimer auch mal hierhin zum Beispiel platzieren. Ihr seht schon, das klappt schon ganz gut, ne, mit dem Platzieren. Bin ich schon sehr glücklich drüber. Fehlen halt noch weitere Elemente, so Blumentöpfe und so, das wäre cool. Dann könnte man hier hinter zum Beispiel noch eine Reihe Blumentöpfe machen. Was meint ihr, wie das dann aussehen würde? Also solche größeren Blumenkübel oder sowas? Das wäre schon sick, ne? Das würde ich schon hart feiern. Hier könnte man auch nochmal so eine kleine Ecke machen. Vielleicht kann man hier auch mal eine andere Ecke noch hinmachen für die Gäste. Ich bin echt gespannt. Also das ist halt jetzt gerade alles ganz neu für mich, dass man einfach mal so eine Deko-Ecke baut. Die Leute werden wahrscheinlich auch gar nicht hier hingehen, weil die gar keinen Grund dafür haben oder gar keinen Grund sehen. Aber jetzt seht ihr wenigstens mal ein bisschen die Mod in Action, wie die funktioniert. Und ihr seht, das klappt echt gut mit dem Platzieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge schon ist. Wahrscheinlich schon ein bisschen länger, weil ich auch die Mod vorgestellt habe. Und ich habe auch schon sehr viel Zeit in die Mod investiert. Und ich will eigentlich jetzt auch warten auf eure Meinung, was ihr so sagt. Ihr habt mich jetzt ja hier noch so ein bisschen rumbauen sehen. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht zu, also wir haben jetzt nicht so viel geschafft. Wobei die ganze Planung und so hier ist natürlich auch schon gar nicht so schlecht, ne? Würde ich gar nicht sagen. Also wir haben eigentlich ganz okay was geschafft heute. Ich werde jetzt nochmal schnell Dinosaurier freilassen, diese Folge, weil das ist ja das Ziel gewesen. Und die kommen dann in das Fleischfressergehege, was dann in diese Ecke kommt, was wir beim nächsten Mal bauen werden. Aber ich lasse sie trotzdem diese Folge schon mal frei. Als allererstes für die heutige Folge lassen wir erstmal einen kleinen Fleischfresser frei. Zwar einen ganz fiesen, nämlich ein Troodon. Mit dem, lasst mich nicht lügen, 1993 Jurassic Park The Game Skin. Den haben wir auch schon mal uns angeguckt gemeinsam. Der ist richtig cool, der Skin. Das ist der mit diesen Augen, diesen milchigen, weißen Augen. Der sieht schon fies aus, ne? Also von dem will man nicht gebissen werden. Och, guckt euch mal das Auge an. Oh mein Gott. Dieses weiße Auge mit diesem roten Augapfel. Uah. Der sieht schon echt mega mies aus. Finde ich aber cool. Davon haben wir übrigens 5 Stück. Sollte jetzt eigentlich hier relativ fix gehen. Lassen wir mal eben alle frei. Ich habe jetzt übrigens erstmal hier so ein vorläufiges Gehege gebaut. Weil die sollen ja nachher hier hinten rein. Ich hoffe, dass... Ich weiß nicht, ob ich das noch ein bisschen größer machen soll. Also ich verlasse mich da jetzt echt auf eure Kommentare. Also schreibt ordentlich Ideen in die Kommentare, wenn ihr noch coole Ideen habt. Ich werde die mir dann alle nochmal versuchen durchzulesen und dann möglichst viel noch einfließen zu lassen hier in das Projekt. Ihr seht ihn nochmal im Hellen. Das ist super. Das ist nochmal ein schönes Standbild. Sieht schon echt cool aus, ne? Also es ist ein echt toller Troodon-Skin. Ist auch, glaube ich, mein Favorite-Skin, muss ich sagen. Für den Troodon. Den es bei den Mods gibt. Das ist ja auch, glaube ich, der einzige Dino, der andere Dinos offiziell im Spiel vergiften kann. Der Troodon. Man kennt ihn ja ganz gut aus Ark. In Ark ist er ja immer super nervig, wenn er einen dann die ganze Zeit betäubt, bis man ja bewusstlos am Boden liegt. Und dann kommt noch in das Gehege der Kong Carvenator. So.
Auch sehr cooler Dino. Wundert mich ja, dass es den nicht original im Spiel gibt. Konkavenator. Fällt ja immer sehr gut auf mit seinen Höckern hinten. Der ist übrigens für den Metria Kanto ins Spiel gekommen. Die Mod haben wir ja auch schon öfter gesehen. Finde ich aber mega cool. Ich mag auch die Färbung gerne. Die Form ist cool. Ganz, ganz coole Mod. Ist, glaube ich, auch eine coole Kombination, oder? Da die Trodons. Hier der Konkavenator. Davon haben wir zwei Stück. Die kommen dann da hinten in das Fleischwassergehege. Wie die Trodons hier durchlaufen. Okay, dann haben wir jetzt schon wieder 7 neue Dinos freigelassen. Für die werden wir dann nächste Folge auf jeden Fall das Gehege fertig machen und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil die Grundplanung, die steht ja jetzt. Und denkt auf jeden Fall daran, wieder tolle Namensvorschläge in die Kommentare zu schreiben. 7-mal habt ihr die Chance, euch zu verewigen. Bald sind die Chancen ja auch vorbei. Wenn das Projekt fertig ist, lade ich das Ganze natürlich für euch dann hoch, den Park, dass ihr den auch selber spielen könnt. Und alle Mods, die ihr hier gesehen habt, inklusive die Mods, also meine eigenen Mods hier, die Bänke und die Mülleimer, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also falls ihr die selbst ausprobieren wollt, schaut da einfach vorbei. Das soll es aber für die heutige Folge gewesen sein. Falls es euch Spaß gemacht hat, dann lasst ein Däumchen da. Falls ihr Mod-Ideen habt oder Ideen für den Park, gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.